Ich erkläre Ihnen jetzt, welche Schritte Sie durchführen müssen, damit Sie unseren Bauer Junior in Betrieb nehmen möchten. Als erstes sollten Sie mal kontrollieren, wenn Sie die Anlage geliefert bekommen, ob sie vollständig ist, ob sie keine Transportschäden aufweist. Ich erkläre Ihnen jetzt die Hauptkomponenten des Junior 2. Wir haben hier als erste Hauptkomponente den Antriebsmotor in Form eines 230 Volt Wechselstrommotors, dann den eigentlichen dreistufigen Verdichter mit der ersten Stufe in der Mitte, Ansaugfilter, zweite Stufe, dritte Stufe, dann hier mit dem Schutz abgedeckt der Keilriemenantrieb. Daneben befindet sich das Luftaufbereitungssystem mit dem sogenannten B-Timer. Dieser zeigt Ihnen den Sättigungsgrad der Patrone an, die Serviceintervalle und die Betriebsstunden. Optional erhältlich eine sogenannte Kondensatautomatik. Diese bewirkt, dass das Kondensat alle 15 Minuten automatisch abgelassen wird und Sie müssen in dem Fall nicht manuell wie bei der normalen Version des Kondensats von Hand ablassen. Wenn Sie die Anlage aufstellen, stellen Sie sie bitte auf einem soliden Untergrund auf, nach Möglichkeit nicht auf Kies oder staubigen Untergrund, sondern möglichst eine Platte drunter legen. Untergrund sollte fest und stabil sein. Die Kränkung sollte maximal plus minus 5 Grad betragen. Bevor Sie die Anlage dann in Betrieb nehmen, sollten Sie als erstes mal aufmerksam die Betriebsanleitung lesen, in der Sie natürlich die ganze Vorgehensweise nachlesen können. Als nächstes kontrollieren Sie bitte, ob Öl in der Anlage ist. Dazu gibt es hier einen Ölstab, den zieht man raus, genauso wie bei einem Kfz auch. Haben Sie hier eine Minimal- und eine Maximalmarkierung, wischen Sie bitte vorher den Ölstab ab, stecken ihn wieder hinein bis auf Anschlag, ziehen ihn nochmal raus und kontrollieren dann den Ölstand. Der Ölstand sollte also zwischen der Minimal- und der Maximalmarkierung sein. Sollte noch kein Öl in der Anlage sein, verwenden Sie natürlich bitte immer nur die von Bauer empfohlenen Originalöle. Dann kontrollieren Sie zur Sicherheit auch mal den Ansaugfilter, ob der Ansaugfilter eingebaut ist. Dazu brauchen Sie nur diese Rändelschraube öffnen und dann diese Kappe herunternehmen. So sieht dieser Luftfilter aus. Haben Sie ihn kontrolliert? Ist er sauber? Natürlich bei der Inbetriebnahme wird er immer sauber sein, aber das sollten Sie natürlich später dann auch beim täglichen Betrieb von hin und wieder mal kontrollieren, ob er nicht verschmutzt ist. Sie setzen den Filter wieder ein, setzen die Kappe drauf und befestigen die handfest mit dieser Rändelschraube. Bei dem Junior wird ein sogenannter Stiftschlüssel mitgeliefert, um die Patrone einzusetzen. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie die Luftaufbereitungspatrone in den Triplexfilter eingesetzt wird. Dazu können Sie den Behälter von Hand drehen. Sollte das etwas zu fest sein, nehmen Sie einfach diesen Stiftschlüssel und helfen mit diesem Schlüssel nach, damit dieser Kopf hier entfernt werden kann, um die Patrone einzusetzen. So, ich habe jetzt diesen Behälter geöffnet. Sie sehen hier den Behälterkopf mit dem Sicherheitsventil und den Hauptohrring, der sich hier unten befindet. Hier oben ist nochmal ein kleiner Ohrring, der dient zwar nicht zur Abdichtung, aber der ist dazu da, dass nachher, wenn Sie den Deckel festziehen, nicht Metall auf Metall liegt, weil sonst der Behälter nachher schwer zu öffnen ist. Als nächstes zeige ich Ihnen jetzt, wie die Patrone eingesetzt wird. Bei Bauerkompressoren werden diese Patronen so verpackt. Sie sollten als Betreiber generell nur Originalpatronen verwenden. Bedenken Sie bitte, dass Ihr Leben und andere davon abhängt. Diese Patronen sind im Standard mit zwei Materialien befüllt. Das ist einmal das sogenannte Molekularsieb, das zur Trocknung da ist, und die Aktivkohle, die
die Gerüche und die Öle entfernt. Optional gibt es eine Patrone mit Hopkerleit, die wird dann eingesetzt, wenn der Junior mit einem Verbrennungsmotor betrieben wird. Die Patronen sind eingepackt in eine Vakuumfolie. Zusätzlich sehen Sie hier eine Art Berechnungstabelle, mit der Sie, wenn Sie keinen B-Timer haben, die Patronenstandzeit berechnen können. Da haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie nehmen die Patrone nach einer bestimmten Zeit aus dem Triplex-Behälter raus, legen sie auf eine Waage, wiegen sie. Diese Patrone hat ein Sättigungsgewicht von ungefähr 205 Gramm und sollte danach ausgetauscht werden. Alternativ dazu können Sie anhand von der Tabelle der Flaschengröße und der Umgebungstemperatur die Standzeit der Patrone berechnen. Bevor Sie die Patrone einsetzen, fetten Sie bitte diese beiden O-Ringe mit Vaseline oder mit einem geeigneten Atemluftfett ein und dann setzen Sie die Patrone von oben in den Triplex-Behälter, bis sie unten aufsitzt und mit dem Daumen drücken Sie leicht auf die Patrone, dass man ein einrastendes Geräusch hört. Danach wird der Behälter wieder geschlossen, das heißt, kontrollieren Sie bitte vorher, ob der O-Ring leicht eingefettet ist, ob die Gewinde sauber sind, dass sich hier keine Partikel auf den Gewindegängen befinden. Als erstes können Sie den Behälter handfest anziehen. Sollte zum Schluss die Handkraft nicht mehr ausreichen, um diesen Deckel komplett zu schließen, verwenden Sie bitte den Stiftschlüssel. Sie setzen ihn hier an, ziehen den Deckel fest. Bitte nicht zu fest anziehen, nur so weit, bis Sie merken, dass der Deckel auf dem darunterliegenden O-Ring aufsitzt. Die Filterstandzeit wird bei dieser Anlage mit dem B-Timer überwacht. Um die Anzeige zu aktivieren, drücken Sie hier bitte auf Enter. Und Sie sehen dann den Status der Patrone. Im Detail können Sie die einzelnen Menüs in der Betriebsanleitung nachlesen. Kontrollieren Sie bitte auch das Sicherheitsventil. Hier befindet sich eine Anlüftschraube, dass die immer in Richtung Betrieb gedreht wird. Das heißt, gegen den Uhrzeigersinn, bis sie in eine Endstellung kommt. Und in dieser Endstellung sollte dieses Handrad festgezogen werden, damit es nicht selbstständig locker wird. Vermeiden Sie auch bitte, den Triplex-Filter über dieses Sicherheitsventil zu entlüften. Dazu, wenn das der Fall sein sollte, dass Sie den Behälter drucklos machen müssen, verwenden Sie bitte diese Entlüftungsschraube. Überprüfen Sie bitte den elektrischen Anschluss, bevor Sie die Anlage starten. In dem Fall haben wir einen 230 Volt Wechselstrommotor. Dieser sollte abgesichert sein mit mindestens 16 Ampere Trägerschmelzsicherung oder eines sogenannten K-Automaten. Alternative Antriebe wären ein Dreiphasen-Drehstrommotor oder alternativ ein Benzinmotor. Wenn ein Benzinmotor eingesetzt wird, darf dieser niemals in geschlossenen Räumen betrieben werden und zusätzlich mit einem Ansaugteleskop und natürlich, wie ich vorher kurz schon erwähnt habe, eine spezielle Aufbereitungspatrone mit Hopkerleit. Um eine Atemluftflasche zu füllen, entnehme ich jetzt einen Adapter. In dem Fall ist es ein 300 Bar Adapter. Wir füllen also auch diese Flasche auf 300 Bar. Zur Wiederholung nochmal, diese roten Anschlüsse sind für 300 Bar, die schwarzen für 200 Bar. Ich nehme also dieses Füllventil, setze es an die Flasche an. In dem Fall ist es ein DIN-Anschluss mit G5/8 Zoll Gewinde.
Drehe es bis auf Anschlag und ziehe es handfest an. Achten Sie bitte darauf, dass zum Befüllen der Füllanschluss gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Wenn Sie die Anlage dann in Betrieb nehmen, achten Sie bitte darauf, es dauert ungefähr 30 Sekunden, bis Sie eine Druckanzeige hier am Manometer sehen, weil sich natürlich erst das Aufbereitungssystem mit Druck befüllen muss, bevor das darunterliegende Druckhalteventil öffnet. Das dauert, wie schon gesagt, so circa 30 Sekunden. Wenn Sie dann hier eine Druckanzeige auf dem Manometer sehen, schauen Sie, dass der Druck ungefähr bis zu 100-150 Bar ansteigt, bevor Sie dann langsam das Flaschenventil öffnen und damit die Flaschenfüllung beginnt. Der Kompressor beginnt dann zu füllen und wenn der gewünschte Betriebsdruck erreicht ist, in dem Fall von 300, dann schaltet einer dieser beiden Druckschalter das Aggregat aus. Das heißt, das ist die Option zusammen mit der Kondensatorautomatik. Haben Sie eine Version, wo Sie diese beiden Druckschalter nicht haben und nur ein Sicherheitsventil, achten Sie bitte darauf, dass Sie nicht das Sicherheitsventil bis zum Enddruck anfahren, sondern ungefähr 10% vor Erreichen des Einstelldruckes, in dem Fall wären es ca. 300 Bar, sollten Sie die Anlage von Hand ausschalten. Bitte das Sicherheitsventil nicht als Druckschalter missbrauchen. Wenn der Flaschendruck erreicht ist, schließen Sie als erstes das Flaschenventil. Dann muss der Füllanschluss entspannt werden, das heißt, Sie drehen das Füllventil im Uhrzeigersinn, bis man ein leichtes Zischen hört. Damit ist der Füllanschluss entspannt. Er kann demontiert werden und wird danach sofort wieder in die Aufnahme gesetzt, damit er nicht verschmutzen kann. Sollten Sie mit dem Füllvorgang fertig sein und Sie brauchen die Anlage nicht mehr, entspannen Sie die Füllschläuche, damit sie drucklos an der Maschine befestigt werden können oder hier angesetzt werden können. Wichtig ist allerdings, dass der Triplex-Behälter für die Standperiode der Anlage oder für das Nichtbetreiben immer unter Druck stehen bleiben sollen. Nur wenn die Anlage gestartet wird, sollten Sie über den Fall hier über dieses Entlüftungsventil den Druck entspannen, damit die Kolben leichter anlaufen, weil sonst eventuell gerade bei diesem Wechselstrommotor der Anlaufstrom zu hoch sein könnte. Also zum Anlaufen den Druck ablassen, aber in der Standphase der Anlage bitte den Druck immer im Triplexbehälter belassen und nur zum Patronenwechsel muss der Druck dann abgelassen werden.